Einige Dinge hätten nie entdeckt werden sollen, ist die große Überschrift. Ein gigantisches und rätselhaftes außerirdisches Gebilde erscheint im Orbit der Erde und versetzt die gesamte Welt in Erstaunen. Die Menschheit nennt es den Metadeda, keine Ahnung. Zeichnung des Metaders. Der Metader übersteigt unser wissenschaftliches Verständnis. Wir wissen nicht, woher er kam. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Menschheit nennt es den Metadeder, keine Ahnung. Sie sehen es heute Abend um 7 auf Newsline. Newsline, müssen wir einschalten heute Abend. 7:45 Primetime. Das sieht aus wie ein Space Blaster. Nur ein Werkzeug, mehr nicht. Es ist ein vektorisierter Energie-Rail-Akzelerator, der elektrische... Vera! Nennen wir das Ding doch Vera. So, dann nehmen wir mal Vera in Wien. Damit kann man auch Messi-Wohnung entrümpeln. Kralien! So. Das klingt überhaupt nicht gefährlich. Genau, nein, warum denn auch? Es klappt. Danke. So, dann quatschen wir nochmal mit dem Chef. Kommandant. Chef. Doktor. Wow. Die beste Konversation, die ich je hatte. Kommandant. Doktor. Ich will gar nicht wissen, was es ist. Es ist einfach wahrscheinlich gruselig und furchtbar. So. Metadeder, keine Ahnung. Seit Anbeginn der Menschheit hat unsere Spezies in den Himmel geschaut und sich gefragt, ob wir tatsächlich allein sind. Nun, vor 6 Monaten bekamen wir die Antwort. Und mit ihr viele neue Fragen. Was ist dieses Objekt da vor uns? Metadeder, keine Ahnung. Waffen sind ein sehr menschliches Konzept. Vera! Nennen wir das Ding doch Vera! Dr. Moore! Was hat sie? Kate! Oha, sie sieht was. Was war das denn? Scars above. Wo bin ich hier? Um das herauszufinden, sind wir hier. Kapitel 1. Angst hält dich wach. Erinnert an Spinnentiere. Schnell, klein, scheint sich in Gruppen zu bewegen. Toll. Natürlich müssen es immer Spinnen sein. Vera. Vera in Wien. Vera ist wieder da. Vera in Wien. Stimmt, es kommt ja noch ein Bosskampf. Oh, das ist ganz toll. Das habe ich ganz vergessen. Wie war denn das nochmal? Nein, aua. Der Kämpfer fällt zu hart. Ach, sag bloß. Ich glaube, er brennt. Hat er sich ausgekotzt? Heftig. Ja, das war heftig. Irgendein Experiment? Ja. Oh. Moin. So, die gehen ja ganz gut so, aber da war noch ein... Oh nein, noch einer? Ernsthaft? Komm mal hin, Brauner. Nein! Lass das! Lass mich! Uah. Schon wieder? Aua! Ich dachte, wir haben's! Was ist das für ein Game? Das ist Scars Above. Oder Above. Scars Above? Above? Scars? Scars Above. Scars Above. Da ist... Natürlich! Klar! Ach, was war das denn? Die Mutter von dem. Wahrscheinlich. Mussten wir jetzt nicht den Körper... Was? Mann, ich rede doch gerade. Lass doch mal. Sag mal, ist ja jetzt mal gut. Wo kommen die alle her? So. Mussten wir nicht irgendwie den Körper untersuchen gleich? War das nicht irgendwie so? Eine Probe, sagst du? So, ich hoffe, hier spawnt jetzt nichts Neues.
Mutti! Mutti ist da! Das ist nicht gut! Mutti, das ist nicht gut! Wuhu, bin weg! Wuhu! 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 Lass mich! Hua! Hi ha, hua! Hua! Man kann hier reinfrieren, glaube ich. Nein, nicht so, so nicht. Wuhu! Alter Schwede, muss los! Muss los, Bruder! Ciao! Hua! Hua, nein, lass mich! Hua! Ich muss kacken! Gefrierbrand! Was mache ich denn jetzt, wenn ich gleich keine Muni mehr habe? Hilfe! Hua! Kannst du auf deine Brust noch rumtrommeln, King Kong? Das ist nicht gut! Oh Gott, was ist das denn? Oh geil, ein Arschritze. So, und jetzt? Was macht der denn da? Liegt er sich einfach am Boden? Was ist denn mit ihm? Du sollst kämpfen, Mann. Du sollst ihn nicht am Boden legen. Ja, pass auf, warte. Nein! Oh, ich bin tot. Nein, was? Rollflex in dein Leben. Ja, roll die Roll. Wuhu! 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 Und jetzt habe ich keine Muni mehr. Oh nein. Ernsthaft? Leck mich fett. Was soll ich denn jetzt machen? Nein, er heilt sich wieder. Ernsthaft? Nee, ich will das nicht. Lass mich. Aua. Das war's. Oh, Alter. Hau ab, Mann. Oh, Alter! Das war hart. Das war hart, sagt sie. Verhaltensmuster ähnlich unseren Gorillas. Hochentwickelte Sedimentbedeckung. Ein extrem aggressives Alpha-Weibchen. Das ist nicht gut. Ein Alpha-Weibchen. Was? Natürlich, direkt zwei. Klar, warum denn nicht? Klar, er heilt sich. Warum denn nicht? Warte mal eben, ich muss den Effekt wegkriegen. Wie mache ich das denn nochmal? Hier. Oh Gott. Nein, nein. Diese Selbstmörder. Wer läuft denn da? Oh, der auch noch. Oh nein, ich bin so doof. Was? Da ist das Ei da, da ist es weg. Ei da, Ei weg. Ei da, Ei weg. Ei da, Ei weg. Was ist das denn für ein Bug? Hier kommen Gegner. Das sieht förmlich danach aus. Oder kommt hier ein großer Gegner? Lexi ist ja nicht doof. So. Dann gucken wir doch mal, wer jetzt hier am längeren Hebel... Was ist das denn? Was zum Teufel ist das denn? Was ist das? Hier kommen Gegner. Was ist das? Aua! Was ist das? Was zum Teufel... Was zum Teufel ist das? Den muss ich mir nochmal angucken. Lol. Das ist doch hundertprozentig von Cthulhu inspiriert, oder? Mit den Tentakeln und so. Und was ist mit unseren Crewmitgliedern? Wo sind die? Um das herauszufinden, sind wir hier. Hebefuchs. Ich muss ihn reinigen. Mittelerde. Brenn! 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 Was stimmt nicht mit Richard? Um das herauszufinden, sind wir hier. Da steht jemand.
Ich glaube, da steht Robinson und nicht Crusoe. Die Angst hielt mich wahr. Was? 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 Bitte. Können wir bitte drüber reden? Commander Robinson! Reporting for duty! Spricht er Englisch? Huhu! Nein, er schiebt. Oh, wie gemein. Ich muss den Körper bereinigen. Ich bereinige dich auch gleich. Hab ich ihn? Richard. Richard. Es tut mir so leid. Es war doch Richard. Das war ja mal ein würdiger Abgang. Angst hält dich wach. Kapitel 2. Die Gefallenen. Hallo. Dies war einst ein wunderschöner Ort. Das glaube ich. Das glaube ich gerne. Hey, mein Mädchen. No. Aber ich frage mich, ist das jetzt ein Planet, wo die sind? Ja, ne? Und das Schiff ist ja abgestürzt. Aber wie kamen sie dahin, frage ich mich, wo sie aufgewacht ist am Anfang? Um das herauszufinden, sind... So, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben beim letzten Mal, ach ja, gegen Robinson gekämpft. Und es war nicht Robinson Crusoe. Er brennt. Das ist sehr schön. Können wir drüber reden vielleicht? Sehr schön. Was? Aua, Alter, was ist er denn für einer? Bevor wir jetzt hier oben raufgehen. Boah. Da geht's bestimmt nach Narnia. Obwohl ich den Film noch nie gesehen habe. So. Stromverstärker, Bauelement. Vera in Wehen, Elektrizität dringt durch den Gegner hindurch. Aha. Erlaubt Veras in Wehen, Elektrizität, Gegner zu durchdringen und alles auf ihrem Weg zu treffen. Das heißt? Es war so klar, wer ist er denn? Ach, den! Den Kollegen! Ii. Alter, was ist das für eine Arschritze? Das stinkt aber ganz schön. Die Frage ist aber immer noch... wie hieß denn das Ding nochmal? Dieses Dreieck da im Weltall? Die Menschheit nennt es den Metadeder, keine Ahnung. Alter, was? Was? Was zum Teufel? Was zum Fick? Damit war ich ja jetzt gar nicht. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Alter. Oh lol, das ist ja mega praktisch. Das ist nicht gut. Warte mal eben. Werde ich nicht lange durchhalten. Uah, ja, ich weiß. Ich kann es nicht ändern. Mädchen.
Logbucheintrag. Ein hochentwickeltes Gerät. Höchstwahrscheinlich Teil eines integrierten Netzwerks. Es scheint in der Lage zu sein, die meteorologischen Bedingungen der Umgebung zu regeln. Kann ich dieses technologische Wunderwerk mit nach Hause nehmen? Ich brauche das. 25 Grad jeden Tag. Voll geil, was für ein Transitsystem die hier haben. Ich bin echt gespannt. Was? Warte mal, der brennt doch schon sehr gut, oder? Was ist das denn für ein Klaus? Warte mal. Eben noch nicht so ganz affin, warum man das eingebaut hat, aber gut. Das war knapp. Wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Um das herauszufinden, sind wir hier. Oh nein, hier wird gekämpft. Da ist doch so ein Vetter drin, oder? Wie cool das aussieht, bitte. Es war so klar. Tach, ich komme jetzt häufiger. Das bringt gar nichts bei dem. Der ist schon süß, muss man sagen. Der ist schon irgendwie knuffig. Zungenkuss. Toll. Schon eklig. Der ist voll niedlich. Ich mag den. Naja, gucken wir mal. Aber jetzt erstmal. Anscheinend werden zwei Energiequellen benötigt, um die Luke zu öffnen. Ja, wir haben noch zwei. Was willst du denn? So, dann würde ich sagen. Nein? Hä? Habe ich die nicht mitgenommen? Ach so, die andere ist ja noch da drin. Ich bin so schlau. Vorsicht, sein Konstrukt ist nah. Was? Sein Konstrukt. Konstrukt? Sein Konstrukt ist nah? Normale Angriffe halten es nicht auf. Du musst kreativ werden. Bitte was? Es ist ein Skorpion. Sein Konstrukt? Sein Konstrukt ist nah? Wie greife ich den denn an jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie man den angreift. Ah. Ah, Herr Kollege. So also, ja. So willst du es also, ja. Ich muss mich mal eben heilen. Das funktioniert irgendwie nicht gefühlt. Oder? Doch, jetzt funktioniert's. Wir sind gut im Rennen, ne? Ich wünsche, ich hätte es nicht gesagt. Ah, jetzt weiß er natürlich, was Phase ist. Alter Spiel. Schon wieder ein Würfel. Wir haben bald so viel Würfel gesammelt. Wir könnten schon eine Brettspielsammlung aufmachen. Hier kommen doch bestimmt Gegner, ne? Oh, Alter, was? Na, das ging ja zügig. So. Der hat Arschbluten. Denn hier gibt's Würfel. Alter, willst du mich verarschen? Kommt er da einfach angeschlendert? Wie der Schlenderman. Oh, da ist ein Würfel. Da ist, wir kriegen echt viel, ne? Wir haben schon wieder einen Fähigkeitspunkt.
67. Alter, später, das geht ja hier. Zack auf Zack hier. Zacki, zacki. Ding muss hier durchgekommen sein. Dieses Ding war ein Riesenskorpion aus mechanischen Teilen. Es ist ein Ausdruck. Wird's jetzt wieder kalt? Oh, geht ihr mir auf den Sack. Toll, was mache ich denn jetzt gegen die? Die sind zu weit oben. Jetzt kommt der auch noch. Die sind ja nervig. Die sind ja mega nervig. Also, die sind ja mega nervig. Boah, nee, da nehme ich die normale Waffe, glaube ich. Wir haben zwar nur noch 11 Schuss dafür, aber egal. Sag mal. Ich habe keine Muni mehr. Ahahaha. Der war ja gut. Wo ist er? Feuer! Feuer frei, bang, bang! Kommen wir jetzt zur Matrix? Oh nein, das ist eine Arena, ne? Oh nein, jetzt kommt der Endkampf. Gegen das große Vieh. Oh, leck mich fett. Oh, fuck. Oh, fuck, wie war denn das nochmal? Mit dem Eis. Man konnte das Eis zum Brechen bringen, ne? Wie war denn das nochmal? Kollege, so also, ja? So willst du es also, ja? Jetzt, wo muss ich nochmal drauf schießen? Da, ne? Würdest du mal bitte da runterkommen, Herr Kollege? Das wäre ganz toll. Was macht der da? Was soll das? Was hat er da? Was ist das? Kann er mal bitte da runterkommen? Na! Ah, ernsthaft? Sag mal! Mann, du bleib doch nach, Mann, du blöde Kuh! Gib's doch nicht, Mann! Jetzt alles von vorne, ne? Okay, er ist jetzt nicht so schwer, ne? Man muss auch wissen, dass man oben auf den ballern darf. Okay, let's go, mein Freund. Och, ist das dein Ernst? Jetzt schon? Come on, man. Come on. Hä, der schießt jetzt schon einen Teil. Hat er gerade nicht gemacht. Was soll denn das? Komm doch mal hier ins Wasser. Kann der mal hier ins Wasser kommen? Alter, was ist denn mit ihm auf einmal? Sag mal... Ich verstehe es gerade nicht. Ich glaube, das Spiel ist gerade ein bisschen RIP, oder? Warum schießt er auf einmal alles auf einmal? Das hat er auch vorher nicht gemacht. Er ist jetzt nicht so schwer, ne? Ach, sag bloß, dass es zu Erfrierungen kommen kann. Wer hätte das gedacht? Was aktiviere ich eigentlich hier, wenn ich hier drauf drücke? Toll, dass da nichts passiert. Das ist gut. Kann er mal wieder runterkommen? Wie kriege ich denn jetzt am besten da runter? Also irgendwie habe ich das Gefühl, das bringt alles nichts. Ah, warte mal. Oh. Wie, keine Munition mehr? Das ist ja ganz toll. Warte, just a moment, please. Aha. Nein, 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 kletter drauf, Mann. Kletter doch darauf, Mann! Alter! Nicht jetzt erfrieren! Das wäre jetzt ganz ungünstig! Ach, sag bloß, dass es zu Erfrierungen kommen kann. Da ist das ja ganz raffiniert gemacht. Ach, dein Scheiß... Oh, ernsthaft? Ach, leck mich doch. Du kannst den Schwierigkeitsgrad ändern im Menü. Fick dich, Spiel. Jetzt haben wir rausgefunden, wie es geht. Deswegen wird es jetzt besser. So. Toll, die letzte Rakete schmeißt uns ins Eis. Wie unangenehm einfach. Toll. Großartig. Und diese blöden Dinger da. Naja, mein Freund, warte mal ab. Jetzt haben wir rausgefunden, wie es geht. Diesmal kriegen wir ihn. Ich habe keine Muni mehr. Nein, was zum Teufel? Leck mich doch die Eier. Jetzt haben wir rausgefunden, wie es geht. Ja, 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 ja. Die Sterne, Mann.
Ja. Du hast es besiegt. Gute Arbeit. Ja. Wirklich gut. Ja. Endlich. Kackding. Danke. Endlich. Das sind